In diesem kurzen Video versuche ich euch zu zeigen, wie ihr bei Moodle einen eigenen Kurs erstellen könnt. Zunächst einmal hier oben angemeldet bin ich als Hans Testmann, ein normaler Lehrer in unserer Moodle-Instanz. Also ich habe die gleichen Rechte wie ihr zurzeit und ihr könnt nun einfach hier oben in der Menüleiste Abteilung 1, 2 und 3 brauchen wir heute natürlich nicht. Wir sind keine Schüler, sondern wir wollen im Sandkasten in diesem Bereich eigene Kurse anlegen. Im Lehrerzimmer könnt ihr euch natürlich umgucken, da sind Dateien, Materialien für euch hinterlegt. Aber wenn ihr einen neuen Kurs anlegen wollt, geht ihr bitte in den Sandkasten. So, hier oben ist kurz erklärt, wie ein Kurs aussehen soll, also wie ein Kurs beschriftet werden soll, damit wir ihn jederzeit zuordnen können und auch an die richtige, wenn ihr fertig seid mit der Installation des Kurses, wenn ihr sagt, der ist fertig, dann verschieben wir den nachher in Abteilung 1, 2, 3 an die richtige Stelle. Dafür müssen wir als erstes wissen, für welches Fach, welcher Jahrgang, Kursart, da ist natürlich nur wichtig, wenn es E&G-Kurse gibt, sonst könnt ihr das natürlich weglassen. Und euer Lehrerkürzel sind da natürlich für uns wichtig, aber auch für die Schüler, damit die wissen, in welchen Kurs sie einsteigen sollen. So, um einen eigenen Kurs zu erstellen, was ihr nur im Sandkasten machen könnt, scrollt ihr auf der Seite ganz nach unten. Hier dieses Fenster neuer Kurs anlegen. Wenn man das erste Mal macht, ist das ein bisschen erschlagend, also einfach auf diesen Knopf drücken und dann kommt eine ganze Menge an Möglichkeiten für euch. Die brauchen wir alle gar nicht. Also die einfachsten Sachen sind, wir geben unserem Kurs den vollständigen Namen. Zum Beispiel, das Fach war das erste, was wir eingeben sollten. Mathe, da geben wir natürlich, können wir ein Kürzel eingeben, da brauchen wir nicht Mathematik ausschreiben. Mathe, siebter Jahrgang und es ist noch nicht differenziert. Na gut, nehme ich lieber den achten Jahrgang. Da habe ich einen Grundkurs und mein Lehrerkürzel ist Tess. So, darunter, unter dem vollständigen Kursnamen, den ihr anlegen müsst, gibt es den Kurzkursnamen. Den solltet ihr einfach genauso machen. Der erscheint nämlich in eurem Kurs oben links, da wo Startseite jetzt im Augenblick steht, erscheint der Kurzname. Und das finde ich sehr verwirrend, wenn da nur noch M8GT oder so steht, dann wissen die Schüler meistens nicht, was das bedeutet. Und es ist gar kein Problem, einfach den Kursnamen zu kopieren oder nochmal hinzutippen. Ja? Ja, so. Im Kursbereich Sandkasten, da können wir gar nichts dran verändern. Wir können ihn noch zu Volleyball verschieben, aber er sollte im Sandkasten bleiben. Der wird erst daraus von den Administratoren versetzt. Wenn ihr sagt, ich bin soweit, der muss nicht mehr im Sandkasten bleiben, der kann verschoben werden. Kursbeginn ist immer der nächste Tag. Also wenn ich heute am 1. Dezember dieses Kurzvideo aufnehme, startet der Kurs für die Schüler am 2. Dezember. Ist aber auch, denke ich, völlig ausreichend. Und endet in einem Jahr. Ihr könnt kürzere Kurse oder längere Kurse anlegen, aber ein Schuljahr reicht ja auf jeden Fall in der Regel. Außer ihr wollt für ein Klassenzimmer einen Kurs, also als Klassenraum einen Kurs erstellen. Der könnte natürlich theoretisch länger laufen, den kann man dann aber nachträglich auch noch verändern. Also alles, was ihr hier hinschreibt, könnt ihr nachträglich noch verändern, wenn ihr Fehler macht. Kein Problem. Und wenn ihr ganz unzufrieden seid, dann macht ihr einfach einen neuen Kurs auf und wir löschen das alles hier. Also einfach mal ausprobieren und machen. Kurzbeschreibung, könnte man was reinsetzen, könnte man Bilder reinsetzen. Die machen aber die Ansichtsliste sehr, sehr lang. Ich würde euch bitten, an dieser Stelle einfach gar nichts einzutragen. Also wenn ihr nachher mal Zeit und Lust habt, guckt mal im Lehrerzimmer unter Fachkonferenzen. Durch die ganzen Bilder wird diese Liste total lang. Und wenn nachher 20 Kurse irgendwo stehen und jeder macht da große Bilder rein, müssen die Kinder sehr, sehr lange scrollen. Okay, wir scrollen weiter. Die ganzen Sachen, die jetzt kommen, sind erstmal, sofern ihr kein Bild einfügt, dann ist das erstmal alles hier unwichtig für uns. Dateien hochladen brauchen wir an dieser Stelle auch noch nicht. Wir sind eigentlich schon fertig damit. Also wir brauchen nur den Kursnamen hier oben, Mathe 8, Grundkurs Tess, Kurznamen und dann sind wir schon fertig. Wir gehen ganz runter und speichern unseren Kurs zurück. Hier sind zwei blau markierte Felder. Speichern und zurück, dann bin ich wieder im Sandkasten und der Kurs steht da. Oder speichern und anzeigen.
Der Kurs wird gespeichert und ich bin direkt in meinem Kurs. Ich wähle das jetzt, um direkt zu zeigen, dass ich in meinem Kurs angekommen bin und wie dieser Kurs aussieht. So, jetzt bin ich in diesem Kurs. Hier steht der volle Name des Kurses. Hier steht dieser Kurzname, den wir ja gleich gemacht haben. Wenn ihr das falsch gemacht haben solltet oder irgendwo Tippfehler gemacht haben, dann könnt ihr hier auf diesem Kreis, den ihr hier seht, auf diesem Zahnrädchen, Veränderungen vornehmen. Dazu erstelle ich aber ein neues Video. Ihr habt euren eigenen Kurs fertig. Schaut euch die anderen Videos an, ob euch da weitere Tipps helfen.